Hallo, hier ist Hilde. Heute möchte ich gerne ATCs in der Split-Negativ-Technik machen. Das sind diese zum Beispiel in Schwarz-Weiß, man kann sie auch in Blau-Rot, Gelb-Grün, je nachdem, welche Farbe und Embossing-Pulver man hat. Halt eben, dass das eine Teil des ATCs das Negativ praktisch vom anderen widerspiegelt. Das sieht man hier bei dem Vierfachen ganz gut, dass einmal die Blüte. Die Blüte in Schwarz mit Weiß-Silber und einmal dieselbe Blüte, also ein Teil der Blüte, in Schwarz embossed ist. Und hier unten mit den Blättern genauso. Es geht auch mit zweifach oder ich möchte jetzt heute mal diagonal machen. Dazu fehlt mir jetzt noch ein Blättchen, da ich eine Dreier-Serie machen will. Dazu nehme ich jetzt meinen Cutter. Habe ein weißes und ein schwarzes Auflegeblättchen von 6 x 8,5 cm. Lege sie genau aufeinander und schneide diagonal durch. Bin ich sicher, dass ich immer die passenden Teile zusammensetzen kann, da sie ja alle gleich groß sind. Auf diese Art bekomme ich jetzt gleich für zwei Kärtchen. Gut festhalten, durchschneiden. So. Der Cutter kann weg. Jetzt sieht man schon, das gehört so. Das gehört so. Und so kann ich jetzt hingehen, drehe das Ganze rum, passe das genau an. Und dann nehme ich mir einen Streifen Tesafilm. Muss nicht groß sein, ein kleiner Streifen reicht nur, dass ich jetzt während dem Stempeln und Embossen die Sicherheit habe, dass nichts verrutscht. So, das ist jetzt meine Grundlage. Mit dieser Grundlage beginne ich jetzt mit Versamark. Heute habe ich einen Schmetterlingsstempel und meinen selbstgemachten Embossing Buddy, das ist Babypuder und Reiskörner. Damit gehe ich kurz drüber, damit ich nachher die Probleme nicht habe, dass die Embossing-Pulverflecken sind, wo sie nicht sollen. Ich blase das mal kurz ab. Einen Moment. Das ist nachher wieder weg, wenn ich fertig bin. Diese weiße Schicht. So, jetzt gehe ich hin. Mein Stempel. Der hat auch wieder Stays und Reste dran, aber das ist nicht schlimm. Das tut dem Ganzen nicht weh. So schön einfärben. Setze den Stempel auf, so dass er passgenau ist. Gut fest andrücken. So. Das dürfte reichen. Ist gut fest angedrückt. Ich jetzt den Stempel entferne, sieht man den Schmetterling als Schatten. So. Jetzt brauche ich ein Papier als Unterlage. Nehme das hier jetzt wieder auseinander. Von unten sieht man nachher das Gerissene von dem Tesafilm nicht mehr. Das wird ja aufgeklebt nochmal. So, jetzt erst einmal schwarzes Embossing-Pulver. Das ist Detail-Embossing-Pulver von Ranger. So. Sieht man schön, es bleibt nur wirklich da hängen, wo es auch soll. Das ist das Schwarze. Mit dem weißen Pulver. Dafür nehme ich das Bridal. Das ist so schön mit Glitzer. Das finde ich einfach schön. Ich habe zwar auch ganz einfach weißes, aber ich finde dieses Bridal einfach so schön, da es diese Glitzerpartikel drin hat. So. Sieht man schon schön,
Auch ohne Geföhn glitzert das jetzt schon. So. Das wieder einfüllen. Alles wieder verschließen. Nun kann ich hingehen, nehme mein Heat Tool, so, und beginne am besten von unten das Ganze aufzuembossen. Wenn ich von unten embosse, wird es glatt und ich habe mehr die Kontrolle, es wird nicht so fleckig. Man sieht schön, wo es dunkler wird, da ist schon fertig. So. Jetzt gehe ich einmal ganz kurz von oben zur Sicherheit. Dasselbe mit dem Weißen. Da ich jetzt von unten mit dem Film blase, können auch diese Glitterpartikel nicht wegfliegen. Wenn ich jetzt von oben föhne, besteht die Gefahr, dass diese Glitterpartikel sich im ganzen Raum verteilen. So werden sie besser in das Embossingpulver eingebunden. So. Das war's. Jetzt nehme ich mir ein einfaches Papiertaschentuch oder nehme mir ein Küchentuch. Kann jetzt das restliche Babypuder einfach abreiben. Und ich bin mir sicher, dass ich keine Embossingpulver-Rückstände habe, wo ich es nicht haben möchte. So, sieht man schön. Das ist jetzt genau aufeinander passend abgestimmt. So, nun möchte ich gerne an die eine Seite des schwarzen Blättchens noch ein paar silberne Bretts anbringen. Dazu nehme ich mir ein Stück Styropor, lege mir mein schwarzes Blättchen auf. Ich habe hier ein Lineal mit einem Lochmuster irgendwo da drin. Das ist ganz praktisch, dann kann ich die Löcher schön in einer gleichmäßigen Linie machen für die Bretts. Es sieht sauberer und schöner aus. Also jetzt mache ich eins hier in die Mitte. Dann ein Loch immer auslassen. So, damit ich einen schönen gleichmäßigen Abstand habe. Die kann ich jetzt noch etwas vergrößern, damit die Bretts auch wirklich durchpassen. Sieht man schön. Sind schön gleichmäßig geworden. Für die freien Bretts brauche ich ja da nicht meine Crocodile. Da reicht schon, wenn ich einfach den Stitch Piercer nehme und ein Lineal. So. Meine Finger wollen auch heute wieder nicht so, wie ich das möchte. So. Die kann ich jetzt schön auseinanderbiegen. Möglichst so, dass sie nicht über den Rand sehen. Den einen noch. So. Sieht ganz gut aus. Jetzt werde ich meine Plättchen wieder zusammenfügen mit einem Stück Tesafilm, damit ich es gut aufkleben kann. Es passt ja genau aufeinander. Wenn ich die Ecken richtig anlege, kann da ja gar nichts schief gehen. Lege mal ein Stück Tesafilm auf. Kontrolliere das nochmal. Sieht gut aus. Das klebe ich jetzt auf ein rotes Grund ATC auf. So. Dafür nehme ich meinen Tacky Glue oder einen anderen Kleber. Man kann auch mit einem Klebestift arbeiten. Ich nehme ganz gern dieses Tacky Glue. Erstens ist es sehr stark klebend, also sehr haftig.
sichtbar. Es geht nicht so leicht was ab. Es fällt nichts ab, schon allein da, wo diese Bretts sind. Und zweitens habe ich dann noch ein bisschen Zeit, um hin und her zu schieben. Also es ist noch ein paar Sekunden beweglich. So. Jetzt vorsichtig rumdrehen. Und schön gleichmäßig an den Seiten gerade aufkleben. Jawohl. Jawohl. Da kommt noch ein bisschen Tacky Glue zwischen den Linien raus, aber das trocknet nachher transparent. Das sieht man nachher nicht mehr. Gut andrücken, gerade da, wo halt eben diese... Na, man sieht, es lässt sich noch gut schieben. Jawohl. Gerade da, wo diese Bretts sind, gut andrücken. Etwas halten, das ist nachher alles unsichtbar. Schön festhalten, dann hält's. So, da kann ich noch etwas drücken. Das ist jetzt mein fast fertiges ATC. Jetzt kann ich hingehen, kann noch einen Schriftstempel aufsetzen oder kann jetzt noch eine silberne Ecke aufstempeln. Das kommt nach, je nachdem, wie der Geschmack ist. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Und die sind eigentlich sehr schnell gemacht, diese ATCs. So, das sind die, die ich jetzt schon fertiggestellt habe. Es werden noch zwei weitere mit den Schmetterlingen folgen. Die werden halt eben auf meinem Blog zu sehen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Arbeiten, beim Nachstempeln und verabschiede mich für heute. Tschüss!